Willkommen zur Tour Tirol. Alle 14 Tage starten wir ab sofort eine Reise durch unser schönes Land Tirol und besuchen die Menschen bei ihrer Arbeit, in ihrer Freizeit oder da, wo wir sie gerade treffen. Der Frühling steht in den Startlöchern, die Schneeglöckchen hingegen haben bereits Hochsaison und genau diese wollen wir finden. Ein möglicher Weg führt uns zum Obereinberghof nach Reit im Alpachtal, wo wir den Sepp und die Leni Larch kennenlernen. Also Sepp, ich muss schon sagen, du hast einen wunderschönen Hof da. Du hast mir ja im Vorfeld schon verraten, dass du ein 44er Baujahr bist. Ja. Jetzt muss ich dich fragen, was hält denn die so jung, sag einmal? Was mich so jung hält? Irgendwie die Arbeit und schon mal, wenn man sagen, in der frischen Luft. Und ist, ich weiß auch nicht, was mich so jung hält. Jetzt bin ich schon 11 Jahre älter, wie mein Vater gewesen ist. Wie bist du zufrieden mit der gegenwärtigen Situation der Bauern? Die Milch heißt mir, die geht zurück. Ich weiß nicht, wie es auf das ist. Das muss man halt auch abwarten, wie das kommt, durch das Kontingent wegfallen. Sepp, erklär mir doch bitte, wie hängt jetzt das genau mit dem Milchkontingent zusammen? Seit 1. April ist das Kontingent offen. Was heißt das genau? Ja, das heißt, jetzt kann jeder Milch liefern, so viel er will. Und da ist halt die große Gefahr, dass die großen Nummer produzieren und der kleine geht halt unter auf da, weil der lässt es, weil einfach nichts mehr drauf. Die großen Konzerne schlucken die kleinen und das übertragt sich jetzt tatsächlich auch auf die Landwirtschaft. Ja. Warum tut man dann das Kontingent auf? Was hat das für einen Hintergrund? Was glaubst denn du? Dass vielleicht nur mehr kleine lassen. Der eine, was das betreiben will, der wirst du irgendwie weiter betreiben, weil man sagt, halt, nur die Harten kommen durch und das wirst du auch so sein. Also das nenne ich jetzt einmal ein originelles Geschenk. Manche nehmen die Kinder Tulpen oder Rosen mit. Bei der Leni ist es anders. Du schenkst die deinen Schneegleckern. Ja. Hast du aber sehr großzügig ausgestochen. Warum das? Ja, damit ich bestimmt die Zwiebeln nicht auseinanderstich. Unten innen. Was passiert da, wenn die Zwiebel erwischt? Ja, oft werden sie hin. Aha. Das mögen sie nicht. Die Zwiebel sollten schon möglichst ganz bleiben. Und wenn sie so wieder einsetzt, dann blieren sie halt wieder weiter. Wie lange blieren die nachher noch? Ja, mei, 14 Tage, 3 Wochen schon noch, leicht. Du, jetzt hat immer gedacht, das sind Schneegleckerl. Da bin ich aber kleines Besseren belehrt worden. Das sind keine Schneegleckerl. Das sind Frühlingsknotenblumen. Was ist da der Unterschied zu den Schneegleckerl? Die Schneegleckerl haben gerade 3 Blütenblätter. Jetzt schauen die aber mehr aus als wir Glockenmecher, fast meinen, oder? Ja, meinen dann, aber bei uns sagt man halt Schneegleckerl. Sepp, was machst du jetzt da genau? Ich tue die Schindeln, den Stock da, was ich habe, spalten. Und da muss man zuerst 4 nehmen und nachher bei der Mitte 2 und nachher kommen es noch mehr. Gibt es 4 Schindeln noch. Und nachher, was passiert dann mit den Schindeln? Kommen sie zu der Säge, das sage ich nachher auch noch. Und werden sie geschnitten und nachher zuletzt geschnitzt, was ich davor tun habe da. Ja, Leni, bei den körperlichen Aktivitäten, glaube ich, brauchst du kein Fitnessstudio mehr. Da bist du gut bei. Nein, das geht ja so auch ohne Fitness. Der Hund ist Fitness pur. Was hält die Sist so jung? Sist? Ja. Viel Arbeit. Viel Arbeit hält jung, gell, muss man sagen. Immer in Bewegung. Du hast schon einen Haufen Enkelkinder. 8. Da hat er los. Und Kinder selber? Selber 5.
Bravo. Ganz früher haben sie ja 10, 12 auch gehabt. Heute schauen sie schon schief um, wenn du 5 hast. Du, bei so einer schönen Kapelle drängt sich natürlich die Frage auf, bist du ein gläubiger Mensch, oder? Ja, ich bin gläubig, aber nicht so, so strenggläubig bin ich mehr nicht. Weißt du? Fanatisch sind wir nicht. Fanatisch, ja. Ja, genau. Ja. Wir fahren gerne auf die Alm im Sommer, obwohl ich selber kein Alberer bin. Auf der Alm sein möchte ich wieder nicht. Also ist der gern, zu gern hinfahren und wieder anfahren. Was hält dich nicht auf der Alm? Ja, ich werde schon so ein Heimrehrer sein oder was. Okay, es war jetzt nicht die Abgeschiedenheit, dass es jetzt ruhig war. An dem liegt es nicht. Nein, das liegt nicht. Aber. Ja, ist ja kein Fehler, wenn wir heimrennen. Das ist ein Zeichen, dass es dir gut geht und dass du dich wohlfühlst daheim. Ja, das wirst du schon so sehen einfach. Leni und Sepp, vielen Dank für eure Bereitschaft. Als kleines Dankeschön von uns gibt es einen kleinen Geschenkskorb vom Wilden Käser und von der Spar. Da haben wir den kleinen und den großen Stinker für euch rein. Lasst es euch schmecken. Von dem hast du gelesen? Ja. Sagt er da was? Ja. Was hast du probiert auch schon mal, einen kleinen und einen großen Stinker? Nein, probiert habe ich noch nie. Gut, dann probieren wir das Ganze und besuchen den Wilden Käser. Ein Käser mit Leib und Seele und einem Tiroler Naturprodukt. Hier sind zwei Stinker beheimatet. Der kleine Stinker und der große Stinker. Da draußen stinkt es jetzt zwar noch nicht sonderlich, mal schauen, was uns drinnen für eine Geruchsexplosion erwartet. Bernhard, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie entsteht denn das Produkt der kleine und der große Stinker? Ja, der kleine und der große Stinker, die entstehen bei uns so in der Käserei. Die Käserei, das sind Hochreinräume, das heißt, man muss da sehr sauber arbeiten. Das ist ganz wichtig, weil die Weichkäseherstellung ist die Champions League in der Käseherstellung. Deswegen darf man da auch nicht rein, vermutlich, oder? Ganz richtig, da lässt man keine Leute rein, weil wir wollen nicht, dass wir uns da irgendwas reinziehen, weil die ist natürlich bei einer Weichkäseherstellung nicht verzeihlich wert. Der Käse hinter mir, der ist jetzt ungefähr 14 Tage drin. Wir reifen die Käse ungefähr 3 Wochen. Wir machen eine sogenannte Punktreifung. Das heißt, der Camembert ist komplett durchgereift und wenn man den dann isst, dann hat er einen richtig guten Abgang, das heißt ein volles Mundgefühl, ein gutes, dass man einfach das Verlangen hat noch mehr. Für wen produzierst du hauptsächlich den kleinen und großen Stinker? Ja, wir produzieren für die Firma Spar den kleinen und großen Stinker, was eigentlich sehr gut läuft. Holler Wind für die Spar, also da glaube ich, habe ich einiges zu tun, wenn die ganzen Sparmärkte beliefert werden müssen. Von welchen Produktionsmengen sprechen wir denn da? Ja, wir machen jetzt ungefähr 700 Käseleibchen pro Tag, also das ist eine Menge Arbeit, also das ist alles Handarbeit. Den Moment, Bernhard, freue ich mich, seit ich bei der Tiererinnen bin. Jetzt darf ich endlich verkosten. Was haben wir denn da jetzt? Ja, das ist jetzt der kleine Stinker. Hat jetzt eine Reifezeit schon ungefähr vor 3 Wochen. Man sieht schon, er ist durchgereift. Er glänzt schon ein bisschen und der wartet eigentlich gerade noch auf den Gaumen. Jetzt muss ich dich fragen, er stinkt nicht so narisch. Warum heißt er dann Stinker? Der kleine Stinker deswegen, der hat ein Edelschimmel drauf, also den weißen Camembert-Schimmel, Penicillium Candium heißt der, und der wird ja nicht geschmiert, also das ist einfach der mildere Käse und der hat nicht den Geruch wie von einem Rotschmierkäse. Und schmeckt hervorragend, rutscht über den Gaumen, dass es eine richtige Freude ist. Und vom Kleinen wechseln wir zum Großen, das ist jetzt der da. Der fühlt sich schon ein bisschen stinker da, muss ich sagen. Natürlich von der Farbe anders, er ist rötlicher und der schmeckt natürlich auch intensiver durch die Schmiere, was er drauf hat, durch die Handarbeit im Käsekeller drin, hat der natürlich das würzige Aroma und deswegen riecht er ein bisschen mehr und deswegen sind wir auf den Namen Großer Stinker gekommen.
viele nostalgische Bilder hier im Hintergrund, von Werkzeugen bis hin über sehr, sehr schöne alte Aufnahmen. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist unser Museum, was wir da ausgestellt haben für die Gäste, die zu uns herkommen auf Besuch. Und wenn wir Führungen machen, da erklärt man natürlich auch jedes einzelne Bild von Kind mit Butter bis hin zur Heugewinnung, was früher war und was natürlich heute ist. Und das erklären wir den Leuten. Am 1. April geht das Milchkontingent auf. Was hat das für einen Einfluss für dich als Käser? Ja, ich glaube, als kleine Käserei, glaube ich, wir haben ihn spezialisiert. Und ich glaube, der, was jetzt nicht spezialisiert hat, der wird es, glaube ich, in Zukunft schwierig haben. Weil meine Meinung ist, in Zukunft gibt es gerade noch die Masse von Nahrungsmitteln und die Klasse von Lebensmitteln. Es ist ja ein sehr prägender Name. Wie bist du auf den Namen gekommen, Stinker? Ja, durch das, weil wir da die Schaukäserei haben, dann wird halt oft geredet, wenn es bei der Tierinnerin auch da riecht oder da schmeckt. Das ist eigentlich für die Leute rausgekommen. Weil erstens einmal ist ein Name mit dem, was man sich leicht merkt. Und das Zweite positiv, wenn man schmunzeln muss, das hat die Namen ausgezeichnet. Und ich glaube, das ist schon fast ein bisschen eine Marke geworden im Unterland. Und wie ist zu dieser Zusammenarbeit mit der Firma Spar gekommen? Ja, wir arbeiten eigentlich mit der Firma Spar schon 7 Jahre zusammen. Und seit letztem Jahr, ziemlich genau ein Jahr, haben wir jetzt mit den kleinen und den großen Stinkern angefangen. Aber früher hat er anders geheißen und jetzt heißt er kleine und große Stinker und da sind wir sehr erfolgreich unterwegs. Unser nächstes Ziel ist das Kellerjoch. Der Hausberg, der Schwarzer und Piller. Was tut ein Liftler einen ganzen Tag im Lifthäusl rein, wenn wenig los ist? Was geht da durch den Kopf? Wenn man schlafen kann, kann man auch nicht innen. Man muss allweil ein Auge auf den Lift werfen eigentlich, weil wenn auch wenig Leute fahren, der Lift läuft echt nicht. Und ja, man muss halt echt bei der Sache sein eigentlich. Und konzentriert sein muss eigentlich einen ganzen Tag. Was sind denn so die Aufgaben eines Liftlers? Um was geht's denn? Ja, schauen, was kommt. Kann man Kinder, dann muss man besonders vorsichtig sein, weil man weiß ja nicht, wie gut sie kennen. Und da bei der Rampen, wenn sie reinfahren, da ist, kann schon mal passieren, dass eins liegt oder was nicht. Und der Nächste, dass noch kommt, dass es zusammenfährt oder was. Und ja, der Fußgänger kann man auch da. Und den sind auch schwerer mit aussteigen, weil die Bahn läuft echt ein bisschen schnell für einen Fußgänger. Ja, man schaut schon mal eine Zeitung an oder was. Halt. Ein bisschen Zeitvertreib brauchst du schon. Oder mit dem Handy, mit dem modernen Handy heutzutage bist du ja da flexibel, nicht? Dann kannst du ein bisschen Neuigkeiten reinholen oder Kollegen rufen oder solche Sachen. Aber eben ein bisschen schauen musst du alleweil auf den Lift. Gibt es was, was dich zufrieden und glücklich macht? Ja, die Familie daheim. Ich habe 2 kleine Kinder, 5 und 7 Jahre. Und das ist, wenn du daheim kommst und da ist halt schon ein Leben im Haus. Und ja, die Familie ist ein Rückhalt eigentlich. Ja. Was hast du dir vorgenommen, wenn du alt bist? Was möchtest du gerne einmal sagen können über dich und dein Leben? Ja, dass ich eigentlich meine Landwirtschaft so, dass ich was daraus gemacht habe und nichts gelernt gemacht habe. Dass ich das kann meine Kinder weitergeben, so wie es ist. Vielleicht ein bisschen besser, aber halt nicht schlechter. Ja, und ja, das, wenn man einmal nicht mehr ist und jemand denkt, dass die das halt noch ein Lächeln auf dem Mund drauf ist bei einem Menschen, wenn einer die denkt. Das war die Premiere zur Tour Tirol. Wenn Sie wollen, sehen wir uns in 14 Tagen wieder. Und sollten Sie für uns interessante Persönlichkeiten kennen, die absolut in das Profil der Tour Tirol passen, oder Sie haben eine Firma und denken sich, eine Firmenpräsentation bei der Tour Tirol wäre genau das richtige Umfeld für mich, dann lassen Sie es uns wissen. Schicken Sie ein Mail.